So, heute geht's weiter. Und zwar, indem wir klugerweise durch dieses Loch in der Wand klettern. Und da ich eigentlich bisher noch überhaupt niemandem live begegnet bin, außer diesem alten Mann, der da spazieren gegangen ist, und Andre und den anderen in der Rückblende, fürchte ich, dass ich mich nicht mehr lange davor drücken kann, dass mir wirklich böse Wesen begegnen. Ich soll jetzt darunter. Da ist es dunkel. Wir erinnern uns vielleicht, dass da unten Andre gestorben ist. Oder zumindest aufbewahrt wurde. Ich weiß nicht. Aber es hilft ja nichts. Also, vielleicht wird das ein sehr kurzes Video. Ich höre nämlich auf, wenn ich nicht mehr kann. Ich gehe jetzt runter. Ich werde mich furchtbar erschrecken gleich. Abgebrochen. Oh Gott, noch mehr abgebrochen. Au! Scheiße. Da komme ich ja nicht mehr Verdammt. hoch. Oh, Scheiße. Also, Andrea ist nicht mehr da. Ein bisschen Blut. Ich habe solche Angst. Da geht's nicht mehr hoch. Arschlochspiel ist das. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich damit nicht gerechnet. Ich dachte, ich kann jederzeit die Treppen wieder hoch. André. Was ist denn das hier für ein Ding? Ich würde am liebsten in jeder Kurve die Augen zuhalten. Es wird was ganz Schlimmes passieren jetzt. Ich habe das in anderen Let's Plays gesehen. Also, ich habe nicht die anderen Let's Plays gesehen. Ich habe nur die Vorschaubilder der Videos auf YouTube geguckt. Das Licht. Und wegen der Vorschaubilder weiß ich, dass es schlimmer wird jetzt. Ich muss da krabbeln, bestimmt. Scheiße, krabbeln ist nicht gut. Muss ich da krabbeln? Da ist Wasser, man kann nicht gucken, was da drin ist. Das ist ja asozial. Sind das die Wellen, die ich mache? Ich hoffe doch. Ob ich das aushalten kann. Jetzt nur bis zu dieser Tür kommen, ohne dass hier was auftaucht. Wer ist das? Jetzt kann ich noch nicht mal mehr. Jetzt kann ich noch nicht mehr sagen, lass uns umdrehen. Wir rufen die Polizei, weil die Leiter kaputt ist.
Es gibt gar keine Türklinke. Muss ich für immer hier bleiben? Was denn? Also wenn hier in den letzten paar Jahren 20 Menschen verschwunden sind, muss es ja hier nur ein paar mehr Leichen geben. Ich hoffe, die sind alle so tot wie der ebene Wasser. Nicht so ins Mikrofon pusten. Diese Geräusche. Ich kann auch nichts aufheben, ne? Keine. Hier liegt überall Scheiß rum. Niemand würde hier durchlaufen, ohne sich zumindest ein Brett zu nehmen oder einen Hammer oder ein Rohr oder so. Irgendwas, womit man anderen Leuten über die Rübe schlagen kann. Aber nein, ich laufe an allem vorbei. Und heb nichts auf. Warum denn nicht? Was ist das denn? Spritzen? Ja, die entsorge ich auch in meinem Klo. Vor dem Licht kommt noch ein dunkler Flur. Und da ist eine Ecke, eine dunkle Ecke. Die Zange hier. Oh ja, die nehme ich. Ben, Harold, Arthur, Tamara. Wo ist denn hier meine? Wie heißt die nochmal? Mia. Oh, da steht überall tot hinter. Und nicht überall. Verwandelt, verwandelt, verwandelt. Tot, 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 verwandelt. Clancy war der Kameramann. Der ist doch auch tot bestimmt, oder? Steht nicht da. Mia steht da auch nicht drauf. Oh, Rückseite. Mia oben. Verwandelt. Jetzt wissen wir ja alles. Jetzt gehen wir einfach wieder. Muss man auch der Wahrheit mal ins Auge sehen.
sehen, da verändert man sich, entwickelt sich weiter. Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Diese Nische habe ich gar nicht gesehen. Oh. Mia? Clancy? Wo sind denn die Verwandelten? Was ist das denn? Oh. Oh. Wieder ich. Verdammt nochmal. Und noch eine Ecke. Das gibt's doch gar nicht. Warum geht's immer weiter? Was sind das? Tücher? Schuhe. Jede Menge Schuhe. Brauchen die wohl nicht mehr. Verdammter Schatten. Was ist mit dem Bolzenschneider überhaupt? Wie komme ich. Kann ich den benutzen? Habe ich den in der Hand? Nein? Hat mir überhaupt schon irgendjemand gesagt, wie ich auf irgendwas draufschlage? Ich sollte eigentlich immer eine Hand auf Escape haben. Dann komme ich nicht mehr voran. Oh, Schatten, ey. Hey, das will ich mitnehmen. Deine Spitze. Ach, Mann. Also wenn ich jetzt hier gerade rumlaufen würde, würde ich mich jetzt hier einfach irgendwo hinsetzen und aufgeben und warten. Scheiße. Da liegt einer. Oh Gott, die ist bestimmt tot oder sowas ähnliches. Mia? Ich will nicht. Mia. Der Bolzenschneider. Die wird ja auch nicht wach. Oh,
tu's nicht. Tu's nicht, vergiss mir. Hallo. Guck mal, die hat auch eine ganz ungesunde Hautfarbe da. Am Rücken. Springt. Scheißdreck. Scheißdreck. Komm mal, die lebt doch nicht mehr. Die sieht ganz ungesund aus. Ich kann nicht. Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Die sieht ganz normal aus. Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Lass mir erzählen, was hier los ist. Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Ja, ja, und jetzt auf zum sicheren Ort. Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ja, das ist richtig. Ich glaube, es ist hier lang. Ja, ja. Ich glaube, dir geht's nicht gut. Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Sie ist aber ein bisschen spooky, ne? Irgendwie. Und hier war eben noch eine Wand. Die habe ich nicht weggemacht. Oh Gott, das war bestimmt Daddy. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir Dyson durchgereicht. Ich erinnere mich. Die Familie? Ich dachte, die ist weg. Ich will nicht um die Ecke gehen. Dort. Dort ist es. Der Ausgang? Ach, schon wieder eine Tür. Hier ist es. Was denn? Daddy? Ich kenne diesen Raum. Ach, es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Wir sind doch voll laut, ne? Sie redet auch so laut und... Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Schrei doch nicht so. Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Ja, nein. Danke. Es gibt noch eine Tür hier, ich bin mir sicher. Ach,
Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Okay, wir gehen jetzt aber nicht alleine. Oder doch, wir lassen die Spooky-Tante einfach hier. Aber hier ist doch eine Tür. Ach Gott, eine Puppe. Gibt's was Schlimmeres? Ein bisschen auffällig, ne? Irgendwie. Aber hier muss es ja rausgehen. Scheiße. Was jetzt? Sie ist nicht mehr auf dem Sofa. Ich heule gleich. Da ist die Tür. Mia? Scheiße für mich, Mann. Da geht's hoch. Also sobald ich irgendwo Tageslicht sehe, mache ich mit Mia Schluss und renne zu Fuß nach Hause. Ah ja. Scheiße. Das wäre ein bisschen einfach gewesen, ne? Irgendwie. Aber hier ist ein Gitter. Das Gästehaus.
ist das Wohnzimmer und der Geheimgang. Und die Dachbodentreppe, die ich schon kenne, bestimmt. Ne? Schließen. Oh, Schubladen muss man immer zumachen, die sind sonst eine Gefahr für alle, die da vorbeilaufen müssen. Da kann man sich dran stoßen und das ist ja wirklich unangenehm. Scheiße. Was ist da drin? Scheiße. 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 Was ist denn das? Man kann es auch nicht ignorieren. Das ist später weiter.